Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Lia Rila, ich grüße dich. Du möchtest wissen, ob dieser Mann, wo du jetzt kennengelernt hast, ob er der Richtige sei, und das klären wir bei dieser Legung, bei diesem Baumorakel. Diese Karten sind meine eigenen Karten. Es ist Energie, es ist Natur pur, und können wir auch Fragen stellen, sie geben uns die Antwort. Dein Gegenwart zeigt hier diese Karte und bedeutet, du hast gute Absichten. Du bist gutmütig und du vertraust ihm und du möchtest gerne mit ihm eine Beziehung eingehen, wirklich mit guten Absichten. Wie sollst du über ihn denken? Wie sollst du über diese Beziehung denken? Das zeigt hier dieses Bild. Festhalten. Natürlich kann das auch bedeuten, das ist dein Plan, das entspricht deinen Gedanken. Du möchtest eine feste Beziehung mit ihm aufbauen. Und deinen Gefühlen zeigt hier dieser Pinienbaum, und das ist wie ein Schirm und bedeutet Schutz. Du möchtest gerne angekommen zu sein. Du brauchst dieses Gefühl Sicherheit, Stabilität, Struktur und wünschst auch, dass dein Partner dich beschützt, dass er männlich ist, dass du auf ihn aufsehen kannst, vertrauen kannst. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild und das bedeutet, er braucht auch ein Zuhause, die Wärme, dieser Feuer. Auch das Herzenswärme, ein warmen Nest, endlich angekommen zu sein. Und dieser Boden heißt, er möchte diese Stabilität, diese familiäre Verbindung leben und er ist dabei, diese Basis aufzubauen zwischen euch beiden. Und wie denkt er über dich? Wie denkt er über diese Beziehung? Du hast hier ein hohes Ansehen. Er bewundert dich. Er schätzt dich auch. Aber was seinen Gefühlen betrifft, hier ist die Tarnung. Und das bedeutet, er ist verliebt, aber er zeigt das nicht. Und vielleicht das, was dich manchmal unsicher macht. Das heißt nicht, dass er mit dir spielt, sondern er hat Ängste, wieder verletzt zu werden oder verlassen zu werden. Und er aus Schutz, er schützt sich auch momentan und zeigt nicht offen seinen Gefühlen. Und ich bin sicher, mit der Zeit wird das besser. Was verbindet euch? Das zeigt diese Pflanze hier in die Mitte. Das ist Pracht, das ist die Quelle. Die Quelle bedeutet für mich eine tiefe Liebe, eine seelische Verbindung. Ich befrage jetzt mein Pendel. Kannst du auf ihn vertrauen? Liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, das lassen wir alles stehen, weil es ist alles ungewiss. Die Antwort ist ja, er liebt dich. Liebe Lia Rila, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue,
Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.